Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Es geht weiter mit Avalanche und wo zum Teufel bin ich? Das ist die bessere Frage, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich zum Teufel hierher gekommen bin. Reden? Ich kenne dich nicht. Wie bist du zu hier reingekommen? Leck mich. Wie zum Teufel? Warum kann ich nicht raus? Und wo ist das Elfenmädchen? Hätte ich doch nur so... Sinn und Kreuz, du brauchst das richtige Material. Okay. Aber hä? Ich verstehe es nicht. Warum ist da ein unterirdischer Teil zu diesem Teil da? Also da ist sie. Okay. Nö, 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 nö. Ah ja, ich weiß jetzt wieder, welche ich ansprechen muss. Sie noch, Dorothea. Und wie hieß sie nochmal? Dieses Medium da, die uns einmal in die Falle reingeworfen hat. Hallöchen. Reden. Ach, der leuchtende Heldenstern von Kalaila, sei mir gegrüßt. Ich habe eine Menge über deine Taten auf dem Schlachtfeld gehört. Du hast die Aufmerksamkeit der Massen erregt. Ich denke jetzt besser über dich. Nicht alle Menschen sind Schwächlinge. Warte, das habe ich nicht so gemeint. Menschen beeindrucken mich nicht. Du schon. Ich mag starke und protzige Typen. Bis bald. Bist du eingebildet, nur weil du im Kampf warst. Okay, das war alles. Sie will nichts anderes. Sie will kein Nummerchen mit mir schieben. Schade, schade, schade. Aber die steht auf harte, protzige Typen. Okay, unter hart verstehe ich was anderes. Und das versteht auch jeder andere auch. Die steht auf harte Dinge. Dann nenne ich mal eine Gurke. Nein. Ich besuche jetzt... Oh, Bug. Okay, ich besuche jetzt mal Dorothea. Dorothy, oder wie sie noch hieß. Warte, habe ich eigentlich kaum hier diese Blumen gezeigt? Das weiß ich gar nicht. Nö, 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 nö. Warte, Halle. War das hier? Nein, 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 nein. Da komme ich woanders raus, das weiß ich wieder. Das war irgendwo hier. Audienzsaal. Okay, das ist es. Und da oben links ist irgendwo Dorothy. Dorothy. Und wo bist du denn? Rede mit uns. Greetings, reden. Oh, Roxas, ich habe alles über deinen Wagemut auf der Schlachtfeld gehört. Und die Leute sagen plötzlich, du seist ein Held. Hihihi, es macht mich so stolz, allein schon von deiner Tapferkeit zu hören. Warum ich so glücklich bin? Du kapierst es einfach nicht. Ich bin der Erste, der in dir etwas Besonderes sehen kann. Es macht mich einfach glücklich zu wissen, dass du Erfolg hast. Ich freue mich schon auf weitere deiner Heldentaten. Okay, das war alles. Schade, schade, schade. Ich dachte, irgendwas Interessantes kommt jetzt, aber nein. Es kommt nichts Interessantes. Warte, ich brich jetzt das Medium noch an und danach gehe ich mal erst in die West, also nach Schweißnachtfluss und so alles. Und dann gehe ich zum Granatumwald und mach mal diese Zeitquests. Oder soll ich erst zum Granatumwald? Weiß ich jetzt. Ah, Bug! Okay. Ich gehe erstmal zu Schweißnahtfluss und so alles und dann untersuche mal alles. Aber erst besuchen wir das Medium. Das Medium. Nee, nee. Warte, ich wollte auch das... Ach, verdammt, ich wollte auch das Schwert noch machen. Verdammt. Verdammt. Verdammt nochmal, verdammt. Das wollte ich nicht. Okay. Nee, 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 nee. Action pur. Warte, reden wir mit ihm. Blumenbedeutung. Habe ich ein paar Blumen? Ja, ich habe ein paar Blumen. Oh, hier. Eislilie, sie bedeutet Reinheit. Oh, sie ist rein. Ja, hab ich. So. Sie bedeutet schweres Herz. Ja, hab ich noch. So. Traumgras. Sie bedeutet Aufgeschlossenheit. Ja, hab ich noch. Diesen Penisbaum hier. Strittschuss. Das bedeutet Schwerelosigkeit. Ja, hab ich noch, oder? Nein, hab ich nicht mehr. Wenn du mir neue Blumen bringst, kann ich dir die Bedeutung erklären. Schön für dich, aber ich brauche das momentan nicht. Ach, falsche Richtung. So viele Sidequests noch. Warte, kannst du mit uns reden? Warte, gerade stand ich... wie cool. Warte, stand ich liebe dich. Ich liebe dich. Okay.
Objekte. Ich zeige dir mal diese Stoffpuppe. Vielleicht mag sie es ja. Juhu, juhu. Okay, sie mag es nicht. Raus. So. On Medium. Was hast du? Ich hab gehört, du magst mich. Ich bin nicht die Einzige, die dich im Auge behält. Du sollst nicht in Acht nehmen. Warte, hab ich sie eigentlich schon? Ah, die hatte ich noch nicht. Okay. Wenigstens jetzt. Gefangener Hellseher. Okay. Die hatte ich noch nicht. Okay, okay, okay. Leute, wenn ihr irgendwie merkt, dass ich noch keinen gescannt habe, sagt es mir. Ich will alles scannen und untersuchen. Okay, Scheideweg. Schweißnahtfluss, wir kommen. Ich mache erstmal das und dann gehe ich wieder zu Granatumwald in den südwestlichen Ort oder so hieß das ja. Oder keine Ahnung. Okay, was ist jetzt los? Ah, die Kristalle. Schau mal, Roxanne, hier gibt es tonnenweise Schätze. Komm, nimm mir sie mit. Ja, ich weiß. So. So. So, so. Wo noch? So. Okay. Super. Ich nehme alle mit. Alles meins. 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 Verdammt, ich wollte mehr. Das Spiel ist beendet. Verdammte Vögel. Okay, ich gehe weiter. Und diese Zeitkurs haben wir auch erledigt. Wenn man die als Zeitkurs bezeichnen kann. Okay, die sollten wir vernichten oder so, hat er gesagt. Besiege alle Monster. Fick dich. Okay. So, so. Okay, tot. Das geht viel schneller als ich dachte. So, 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 so. Und du bist auch weg. Okay, das ist etwa. Das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz von Gegnern. Okay, die letzten zwei denke ich jetzt mal. Hoffe mal. So. Tot. Tot den Ungläubigen. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Oh, verdammt. So, fast. Fast hättest du mich angegriffen, aber ist nicht so. Okay, geschafft. Und was jetzt? Du hast alle Monster besiegt. Okay. Kommt noch was? Wenn nicht, dann gehe ich wieder zurück. Burgershuts Schlucht. Anscheinend wohl nicht, okay. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Das ist doch sehr, sehr gut. Fick dich. Raus mit mir. Raus mit mir. Nix. Ey, die Teil an Brüste. Hä? Ich dachte, ich hab die schon. Hab hier? Sahen die nicht davor anders aus? Aber hießen die auch nicht anders? Verdammt. Bin jetzt verwirrt. Ach, wir sehen uns im Granatumwald. Also bis gleich. Okay, es geht weiter. Ich hab's gefunden. Schau mal, Roxas, hier gibt es tonnenweise Schätze. Komm, nehmen wir sie mit. Okay, das auch. Das auch. Verdammt, das auch. Verdammt, verdammt, verdammt. So. 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 Okay. Wo sind die noch? Wo sind die noch? Komm her. Okay, ich hab die. Das Spiel ist beendet. Wir sind uns in der... Okay, es geht weiter. Okay, okay, okay. Okay, wir haben jetzt alles Zeitquests gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt hingehen könnte. Wir sind ehrlich zu, möchtest du hier bleiben und dich ausruhen? Nein. Warum da ausruhen? Ich kann doch in mein Haus reingehen. Nein. Okay, wenn ich jetzt... Okay, ich kann jetzt irgendwelche Sidequests machen, glaube ich mal. Aber erst will ich mal gucken, was man mit diesen komischen Juwelen machen kann, die ich ja bekommen habe. Reden. Wir sollen beste Freunde bleiben. Kaufen. Okay, wie viele Rubine habe ich? Okay, Runenklinge. Habe ich das nicht? Spitzhut. Und Schottel. Und was sind das für Karten? Okay. Lass mich in Ruhe. Und was hast du? Reden? Meine Güte, wenn das nicht Roxas ist. Ich wollte dich gerade um einen Gefallen bitten.
Ameisenfieler scheinen in der letzten Zeit das Stadtgespräch zu sein. Ich würde alles tun, um ein paar in die Finger zu bekommen. Ich habe gehört, dass sie bei der Turnierin der Entscheidung verteilt werden. Okay. Bist du so lieb und besorgst mir welche für mich? Wirklich, würdest du das tun? Ich freue mich darauf. Danke für deine große Geste, Roxas. Okay. Okay. Soll ich jetzt in die Arena gehen und irgendwas dafür tun? Oder was habe ich? Oder habe ich das jetzt missverstanden? Ich will nicht auf den Friedhof, wenn es regnet. Das ist irgendwie unheimlich. Welches Turnier? Verdammt nochmal, welches Turnier nochmal? Ich spreche sie wieder an. Reden. Aber wir sind. Ich bin sicher, dass du hinkriegst. Ameisenfühler. Was sind das für Ameisenfühler? Was meint sie damit? Ameisenfühler? Okay. Und wie geht's dir, Mann? Hey, wie ich hörte, gab es eine riesige Schlacht bei der Festung. Hier hast du 85 Punkte. Bleib demütig und hingebungsvoll. Du wärst wahrlich zur Legende. Das Buch macht dich einzigartig. Was hast du erwartet? Roxas wurde schließlich auserwählt. Oh, Rempo, du klingst, als würdest du von dir selbst reden. Okay. Okay. Verstehe. Warte, wenn der was zu sagen hat, hat der bestimmt auch irgendwas zu sagen. Reden. Okay. Okay. Warte. Soll ich einen Blumen zeigen? Vielleicht mag er das. Nein, er müsste das eigentlich mögen. Blumen. Attribute. Wow, das wäre ein wundervolles Geschenk. Willst du noch eins? Hier. Ja. Verdammt. Hier. Ah, nein. Zeigen. Blumen. Attribute. Das und das und das. Ach, fick dich, Rempo. Nein, du sollst ihn nicht bestrafen damit. Ach. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt momentan machen kann. Ich gehe jetzt mal meinen alten Freund Rex besuchen. Vielleicht hat der hier was zu erzählen. Nein. Boah, ich muss so einen Umweg machen. Boah, 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 boah. Warte mal, wenn... Vielleicht ist da jetzt eigentlich jemand in diesem komischen Haus. Hoffe mal, dass er jemand ist. Ah, Ahochi wohnt hier. Kann ich dir irgendwie helfen? Reden. Roxas. Mampf auf Mampf. Ich habe heute eine andere Bombe für dich. Sie ist genauso verwenden wie die anderen. Was glitzert da auf dem Blumen? Ich lasse sie einfach hier. Nimm sie also mit. Ich war immer der Meinung, dass es ein Werkzeug gefällt, benutzt zu werden. Roxas, pass auf deine Werkzeuge auf. Und die Werkzeuge werden es dir danken. Was soll's heißen? Fassbombe, ach du Scheiße. Okay. Ich habe eine Fassbombe! Super! Reden! Ja. Fassbombe, hat das eigentlich Füße oder kam das mir gerade so nur so vor? Warte, geh mal in diesen Geisterhaus, vielleicht ist da irgendwas. In diesem Haus gibt es so viele... Nein, in dieser Welt, in diesem Spiel gibt es so viele Sidequests. Das kann man echt nicht... Boah, toppen. Man redet mit irgendeinem Schwein und man hat sofort eine Sidequest. Das ist irgendwie heftig. Rex, wie geht's dir? Lass mich durch. Rex, ich besuche dich jetzt mal. Hast du was zu sagen? Hey, was kannst du so tun? Diese miese Welt verändern? Okay, da ist irgendwie Depri drauf. Okay. Okay. Ich rede jetzt noch kurz mit dem Bürgermeister. Und dann gehe ich nach oben. Also gehe ich schlafen und dann gibt es sowieso nichts mehr, was ich tun kann. Monster besiegt. Super, super, super. Verdammt. Ach, ich mache einen Cut und wir sehen uns beim Bürgermeister. Tschüss.